Moin moin, herzlich willkommen zur zweiten Folge von Slavos Abschied. Ja, wir haben ja in der letzten Folge den Sebastian Hille von Arminia Bielefeld verpflichtet. Ich bin richtig gespannt, wie er jetzt abgehen wird. Also Werte sind ja ganz okay. Auf jeden Fall gibt es heute drei Spiele und da würde ich sagen, wir fangen auch gleich an mit dem ersten Spiel. So, jetzt geht's los mit dem Spiel. Wir spielen in den Bochum-Trikots, in den weißen Bochum-Trikots. Und unser Gegner ist wieder so ein Starter-Paket. 46 Chemie, jetzt nicht gerade so stark. Das müsste zu machen sein für unser Team. Und es geht auch gleich gut los. Slavo Freier auf Sebastian Hille, unser Neuzugang. Der schön auf dem Flügel mit einer guten Flanke, aber Hartmann vergibt die Chance hier in der Mitte. Dann nochmal toller Pass auf Charles. Es leckt ein bisschen. Charles auf Hartmann, der wieder rüber zu Charles. Und dann steht es 1:0 in der 13. Spielminute, 14. meine ich. Dann mal Slavo Freier, unser Fußballgott hier auf der Seite. Fußballgott mit der Flanke, kein Abseits, Hartmann und da ist es. 2:0, das ist die erste Torvorlage für Paul Freier im Kasten. Dann mein Gegner mit einem Abwehrfehler, Hartmann. Natürlich sehr einfach auf Charles rübergelegt. 3:0, 35. Minute. Dann nochmal Sebastian Hille auf Hartmann. Der geht irgendwie durch. Hartmann schließt ab und guter Schuss links unten rein. Ganz gut gemacht. In der 43. Das war auch die Halbzeit 0:4. Und es geht auch gleich weiter, nämlich wieder Slavo Freier auf dem Flügel, der macht richtig gutes Spiel. Freier mit einer Flanke und noch eine Torvorlage. 5:0, Hartmann mit dem Kopf. Und was jetzt passiert, ist eigentlich ganz logisch, es steht 5:0 und ja, der Gegner unterbricht. Und hier sieht man nochmal, Freier hat zwei Torvorlagen gegeben. Jo, wir gehen zurück. So ja, wir sind jetzt wieder zurück in unserer Mannschaft. Wir haben ja das Spiel 5:0 gewonnen. Und das bedeutet, 5 Tore macht 7 Punkte. Wir haben gewonnen, plus 1 macht 8 Punkte. Und dann hat Paul Freier ja 2 Torvorlagen gegeben. Und das sind 2×2 Punkte, also 4 Punkte. Das macht dann insgesamt 12 Punkte. Also 7 plus 1 plus 4 sind gleich 12 Punkte. Und wen wir auswechseln werden in unserer Mannschaft, ist der Innenverteidiger Aldrovandi. Oder so, wie man den ausspricht. Und wir holen uns dafür, da er ja 58 Gesamtbewertung hat, ein Spieler plus 12 ist 70. Und das ist Sikevic. Ihr werdet sehen, er hat nur 69. Was los? Kannst du dich rechnen oder was los? Das hat seine Gründe. Nämlich, es gibt keinen Spieler, der 70 hat. In der zweiten Bundesliga und Innenverteidiger ist. Und das ist ab sofort auch eine Sonderregelung, wenn dieser Fall zutrifft, dass es keinen Spieler gibt aus der bestimmten Liga, dass man auch einen oder gegebenenfalls auch zwei Punkte runtergehen darf, wenn kein Spieler zu finden ist. So. Chemie hat uns das jetzt nicht so verbessert. Aber das ist jetzt auch nicht so schlimm, weil der Manfredini oder wie heißt es, nur noch auf 7 kommt, aber dafür unser Freier auf 10 Chemie und das ist das, was ich erst haben wollte. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns jetzt auch gleich bei unserem zweiten Spiel. Bis denn. Und los geht's in das zweite Spiel von heute. Unser Gegner ist Dinford und es sieht mal wieder aus, als wäre es so ein Standard-Pack. Hat zwar zwei Goldspieler mehr als ein normales Standard-Pack, aber wahrscheinlich gekauft oder gezogen, ich weiß es nicht. Wieder eigentlich sollte es eine leichte Aufgabe werden. Dann Ball auf Diering und der Ball ist schon gegessen, aber Diering kommt noch hin, aber der Ball geht letztendlich nicht rein. Dann mal Khalifa mit einem tollen Schuss und Busch, glaube ich, ist es mein Torwart, ja, der hat gehalten. Dann Hartmann in der 35. Keeper hält, dann nochmal Charles auf Hartmann in der 45. schon, also erste Halbzeit richtig mau.
Und der Keeper hält den Ball 0:0 zur Halbzeit und dann geht es auch gleich weiter. Nämlich Hille kommt er sehr schön durch, richtig gute Neuverpflichtung. Dann kommt der Ball zu Charles. Ja, der ist vorbei, jetzt wird es richtig cool. De Montes kommt da vorbei, macht nicht viel, immer schön Richtungswechsel und zieht einfach mal ab und der Ball ist drin, der ist richtig geil gewesen, 51. Und da gönnen wir uns einfach mal die Wiederholung. Toll gemacht, aber unhaltbar war der jetzt auch nicht. Dann Diering nimmt den ganz gut den Schuss und dann kommt Charles mit dem Abstauber, 57. Minute. Dann direkt der Anstoß und mein Gegner nicht mehr richtig Bock, zieht einfach mal ab. Und der Ball geht fast rein und das war's für die Partie, weil der Rest war nicht mehr so anschaulich, weil der Gegner hatte so gut wie keinen Bock mehr und das war einfach langweilig. Und dann würde ich sagen, wir gehen in die Aufstellung zurück. So, jetzt willkommen zurück nach der zweiten Partie. Wir haben 2:0 gewonnen und jetzt müssen wir natürlich wieder einen Spieler upgraden, also eine neue Verpflichtung uns verpflichten. Macht keinen Sinn, was ich jetzt laber, ist aber auch ziemlich wurscht. Heute geht's den Torwart an den Kragen. Wir haben ja 2 Tore geschossen, das macht 4 Punkte und dann noch gewonnen, also 2:0 gewonnen, macht 5 Punkte, 5 Bewertungspunkte und unser Torwart hat 64. Das bedeutet 64 plus 5 sind 69 und wen wir dafür haben, seht ihr jetzt gleich. Wir haben Heimeroth von Mönchengladbach. Ganz guter Keeper. Deutsch, Nation ist deutsch. Und ja, spielt bei Mönchengladbach, weil ich jetzt auch nicht nur zweite Liga bauen werde, sondern auch in der, Leute aus der ersten Liga mit einbauen werde. Und zur Feier des Tages gibt es sogar noch eine dritte Partie heute, habe ich mich doch dafür entschieden, weil heute so ein schöner Samstag ist. Also wir sehen uns gleich im dritten Spiel. So, das letzte Spiel ist gegen FC Cerci. Mir ist ein Starterpaket, habt ihr gesehen. Ball auf Hille. Der lüpft den Ball wunderschön rüber. Zum Glück kein Abseits, sonst wäre es ein richtig dummes, geklautes Tor von Diering. 15. Minute. Dann Flynn. Zieht man ab mit links. Wunderschön. 20. Minute. Geht richtig gut los. Flynn wieder auf der Seite. Flynn mit der Flanke. Die kommt nicht durch. Dann Diering aus der Distanz. Wusch. 36. 3:0. Richtig Hammer Tor. 38. Hille kommt an jeden vorbei. Hille. Tolle Flanke. Und dafür kennen wir ihn, den Charles, ich krieg den Namen immer noch nicht unter Kontrolle, 39. Da haben wir Gegner gleich nach dem Anstoß mit diesem tollen Heber, nur noch 4:1. Und da habe ich ein bisschen gepennt, Niklas Bender, der Lord persönlich, macht das 4:2 in der 44. Minute, das ist auch gleichzeitig der Halbzeitstand. Ball auf Hille, der kommt gut vorbei, Hille wieder Flanke auf Charles und das ist das 5:2 mit dem Kopf, dann eine Ecke auf Lukas Sinkevic. Jawohl, 6:2 der Abwehrspieler in der 64. Spielminute. Dann noch eine Ecke in der 78. auf Hartmann. Der auch nochmal mit dem Kopf. Und das ist das 7:2. Und das ist auch gleichzeitig der Endstand. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt zurück ins Team mal wieder. Und das war das letzte Spiel von heute. Und ja, wir gehen zurück. Bah. So, ja, das war das letzte Spiel dieser Episode und am Ende wird natürlich noch ein Spieler ausgetauscht und diesmal ist es unser Innenverteidiger Manfredini. Ja, der ist ja ein 75er und war im Starterpack dabei, aber dass wir jetzt nicht so einen overpowerten Innenverteidiger bekommen, wird der auf 60 runtergewertet, also wir zählen ihn wie ein 60er Innenverteidiger und den Charles werden wir, wenn wir ihn austauschen, auch wie ein 60er Stürmer zählen lassen. Auf jeden Fall, wir haben ja 7:2 gewonnen. Das bedeutet, wir bekommen 7 Punkte für die 7 Tore, weil ab den 5 Toren, die wir schießen, es keine Punkte mehr gibt. Also 7 Punkte für die 7 Tore. Dann haben wir gewonnen, plus 1 sind 8 Punkte. Und haben 2 Gegentore kassiert, also minus 2 sind 6 Punkte. Und das bedeutet,
Wir müssen 60 plus 6 zusammenzählen. Das ergibt 66. Und der Innenverteidiger, den wir für Manfredini einbauen, ist Hünemeyer von SC Paderborn. In dem Spiel ist er noch ein Zweitligist, aber nächstes Jahr wird er ja ein Erstligist sein, da Paderborn aufgestiegen ist. Auf jeden Fall hat er ziemlich gute Werte für einen 66 gerateten Silberspieler, 67 Tempo, 63 Defensive und 75 Kopfball für einen 66er Innenverteidiger. Das ist schon ziemlich gut, deswegen habe ich mich auch für ihn entschieden. Und Demontis nur noch 4 Chemie hat, werden wir den auch noch vielleicht umbauen, wenn wir so einen geeigneten Spieler finden. Und das tun wir, nämlich Smallwood. Der harmoniert nämlich dann mit Flynn und ja, mit Flynn besser und hat dann auch bessere Chemie. Und Flynn hat bessere Chemie. Der nicht jetzt, merkwürdigerweise, auch nur 4. Auf jeden Fall, das war's dann mit dieser Episode. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wir haben viel erreicht. Wir sind aufgestiegen in unserer Liga. Ja, das ist jetzt auch bekannt. Wir brauchen noch einen Sieg. Dann haben wir den Titel nach 4 Spielen der Liga 10. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Dann drückt doch mal den Daumen nach oben. Und jo, dann würde ich sagen, Servus, macht's gut und ciao.